Und damit willkommen zurück zu Metroid Zero Mission. Also Metroid Zero Mission. Hier kommen wir nicht weiter. In der letzten Aufnahme haben wir uns angefangen, auf dem Weg nach Norfair zu machen. Noch nicht sehr viel. Und sind jetzt hier gelandet. Und oh boy. Ich hab schon instant eine Mission verschossen. Ich bin der Held. Ah, nein. Lava ist tödlich. Ich werde den nächsten Bombensprungtrick anwenden. Na, wenn ich's. Ach komm. Jetzt habe ich da keinen Bock drauf. Und zwar kann man hier durchrollen. Gesprächsthema, ja. Warte, müssen wir. Ach komm, stopp. Jetzt fahren wir nämlich mit dem Aufzug wieder nach Criteria. Wir fahren hier mit dem Aufzug nach Criteria. Warum laufen wir jetzt hier lang? Weil beim anderen Weg. Wasser. Da kommen wir nicht durch. Hier kommen wir schon lang wegen ein paar Bomben. Oh Mann, echt. Ich komme immer durch. Ruinen der Chosen. Jetzt hier lang, dann dahin. Jetzt kriegen wir hier ein Upgrade, aber. Oh Gott. Unbekanntes Objekt. Oh no! Analyse ergebnislos. Objekt mit Aktien. Und inkompatibel. Aber ich würde nur sagen, wir heilen uns hoch. Weil, das mache ich nicht mit. Nee, ich brauche meine Heilsachen. Wir sind schon. What the fuck? Wie geht das so schnell mit dem Aufnahmen? Man sieht aber trotzdem bei diesem Beam-Symbol, dass man da runter kann. Dafür haben wir dann ein Ziel bekommen. Cool. Und hier geht's rechts. Jetzt hier lang und da geht's nicht lang. Ich zeige euch nur, warum wir nicht manche Wege laufen, weil manche kann man auch noch gar nicht betreten. Oder kann noch gar nicht. Nein, scheiße! Aber eigentlich ist es ganz gut, dass wir hier runtergefallen sind, weil hier bekommt man ein schönes kleines Upgrade. Und zwar den. Was ist denn das? Den Power Grip! Ich habe erstmal einen. Ja. Erlaubt das Festhalten hängen an Vorsprüngen und Kanten. Also an so ein Scheiß hier. Das, was ich gemeint habe, was Samus noch nicht kann. Ja, ja. Und jetzt kommen wir hier. Und jetzt wissen auch bestimmt schon einige, wie man an diesen Mist-Zielcontainer von vorn kommt. Jo. Cool, ne? Was Samus hier alles erlernen muss, damit sie manches überhaupt machen kann. Aua, meine Nase juckt. Geh weg, Block. Boah! So, und jetzt springen wir hier mal wie ein Geisteskranker runter und landen bei unserem Schiff. Hier ist unser Schiff. Oh, shit. Und wir speichern. Ich weiß nur, wie lange wir müssen. Ich glaube, wir müssen nach rechts. Ja, wenn wir schon da am Power-Grip-Stelle sind. Ja, wir müssen nach rechts. Jetzt sind wir da, wo wir eben gesagt haben, nee, da kommen wir nicht weiter wegen. Und warum springst du nicht, Samus? Ab, runter mit dem. Und jetzt können wir. Jetzt können wir weiterkommen. Ich mag diese Stelle in dem Spiel überhaupt nicht. Also warum mag ich sie nicht? Ich werde es euch zeigen. Gibt das Leben? Danke.
Halt dich fest, Samus. Oh nein. Und zwar, ich mag die Sterne nicht, weil man kommt hier nur hin. Alles klar. Man kommt hier nur hin wegen Dings, wegen diesem ein bisschen Container. Jetzt gehen wir zurück. Wow, 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 wow. Und so. Und da lang. Normalerweise wären wir hier gar nicht mehr hochgekommen, ne, würde ich nur mal sagen. Weil, wie soll ich nicht sagen, weil ohne an den Kanten festzuhalten, kommt man da nicht mehr dran. Und jetzt kommen wir an diesen Milchcontainer. Und wo? Ach ja, jetzt müssen wieder einige aufpassen, denn jetzt wird es ein bisschen verwirrend. Weil jetzt fängt es erstmal so richtig an, Metro-typisch zu werden, das Spiel. Oh, kacke, ich wollte gerade eigentlich mit dem Powerbeam da durchknallen. Wie lange hatten wir gesagt? Ach ja. Speicherstation! Juhu! Geil! Yay! So, und zwar, Definition. Dahin. Juhu! Oh. Das kann man nicht zerstören, ne? Nee, das ist eine Aufladestation. Komm. Oh. Oh, ich gibt's mir keine Leben. Oh. Hättet ihr eigentlich mal Bock, dass ich das Spiel im Schwermodus durchspiele? Ach, dann schreibt es mir mal in die Kommentare. Nachdem wir das normale Spiel gespielt haben, wollte ich mir auch noch den schweren Mod machen. Aber hier kommt nicht durch. Dann geht jetzt dadurch. Okay, dafür brauchen wir eine Upgrade. Den Wandsprung kann man hier, glaube ich, gar nicht machen, oder? Ich habe ihn noch nicht in Zero Mission gemacht, deswegen... Ah doch, man kann ihn machen. Da kommen wir weiter, ey. Ah, kacke. Boah! Was gibt's hier? Hier gibt's den Eisbeam! Dieser Beam fixiert Gegner. Mit dem können wir dann auch können Gegner zu Plattform machen. Wir haben 35 Missiles, das geht nicht mehr an den Job. Und die Tür wird jetzt zu einer Super-Missil-Tür, deswegen können wir sie jetzt nicht mehr nutzen. Verdammt. Durch da bitte. Danke. Okay, ist schon zu weit. Nee, kann also noch nicht speichern. Wieso springe ich da hin? Ja, Leute, übrigens, jetzt wird es so, dass wir uns eine Treppe hinbauen müssen. Oh. Jetzt war hier. Ich mag es überhaupt nicht, im Part irgendwo nirgendwo zu beenden. Jo, wir müssen wieder nach Great Prince da hoch. Und dann da runter. Wie sollen wir da hinkommen? Das erfahren wir wahrscheinlich erst in den nächsten Parts. Ja, das Spiel nimmt einen schon ordentlich an die Hand, aber egal, jetzt machen wir bis. Ja, kriegt. So. Samus hat einfach gerade voll überhaupt nicht das gemacht, was ich gesagt habe. Aber geil. Thank you.
Falls euch dieses Video gefallen hat, könnt ihr ein Like, ein Abo und einen Kommentar da lassen. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es heißt Metroid. Oder Metroid. Zero Mission. Bis dann, ciao.